Nudelauflauf mit Käse und Kräutern im Bild links. Zutaten für 4 bis 5 Personen. Vollmeersalz 300 Gramm, feine Vollkornsuppennudeln 75 Gramm, Butter, eine Knoblauchzehe 50 Gramm, gemischte frische Kräuter wie Petersilie, Kerbel und Brunnenkresse, ersatzweise 2 Päckchen, tiefgefrorene gemischte Kräuter, 3 Eier 100 Gramm und eine Frische Cayennepfeffer, frisch geriebene Muskatnuss 150 Gramm, frisch geriebene Parmesankäse für die Form. Butter für Ungeübte bei 5 Personen etwa 2400 Kilojoule durch 570 Kilokalorien 25 Gramm Eiweiß 33 Gramm Fett 40 Gramm Kohlenhydrate 6 Gramm Ballaststoffe Vorbereitungszeit 30 Minuten Backzeit 45 Minuten erheblich Wasser mit Salz zum Kochen bringen und die Nudeln darin in etwa 4 Minuten bis fest kochen kalt abschrecken und abtropfen lassen Senior die Butter unter die noch heißen Nudeln mischen den Backofen auf 200 Grad vorheizen eine ofenfeste Form mit Butter fetten den Knoblauch schälen und fein hacken die Kräuter waschen trocken tupfen und fein zerkleinern die Eier trennen die Eigelbe, den Knoblauch, die Kräuter und die gebundene Freiche unter die Nudeln mischen mit Cayennepfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die Eiweiße sehr steif schlagen und auf die Nudelmasse geben. Den Käse darüber streuen und alles vorsichtig mischen. Die Masse in der Form Platz 3 Chen, die Form auf den Rost in den heißen Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, stellen. Den Auflauf etwa 45 Minuten backen, bis er gebräunt ist. Nudelauflauf mit Erbsen und Safran im Bild rechts. Zutaten für 4 bis 5 Personen. 300 Gramm breite Vollkornnudeln, Vollmeersalz, ein Paket, tiefgefrorene Erbsen, Klammer auf 300 Gramm, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, 75 Gramm Butter, 1 Briefchen Safranfäden, 3 Eier, 2 Essel. Frisch gehackte Petersilie 100 Gramm Sahne frisch gemahlene weißer Pfeffer frisch geriebene Muskatnuss 150 Gramm frisch geriebene Bergkäse für die Form Butter raffiniert bei 5 Personen etwa 2600 Kilojoule durch 620 Kilokalorien 26 Gramm Eiweiß 35 Gramm Fett 48 Gramm Kohlenhydrate 6 Gramm Ballaststoffe pro Person Vorbereitungszeit 40 Minuten Backzeit 45 Minuten die Nudeln in Salzwasser in etwa 6 Minuten bis fest garen die Erbsen in wenig Salzwasser 5 Minuten garen den Knoblauch schälen und hacken die Butter in einem Topf zerlassen die Safranfäden zerkrümeln, mit dem Knoblauch in die Butter geben, vom Herd nehmen und unter Umrühren ziehen lassen. Die Nudeln abtropfen.